Hallo aus Holland. Geil! Yeah. Da geht die Klappe zu. Oha, ich kann in der Aufnahme die Kamera switchen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja saugeil, wow. Alter. Das ist ja einfach, was ist denn das? Hallo. Hallo. Geil. Ja. Gleich geht's los, würde ich sagen, oder? Boah, voll schön. Oh, geil. Oh, ja, Urlaub. Voll nice. Du bist noch fleißig am Tetris bauen. Du bist fleißig am Tetris bauen, so, hab ich ja, gesagt. Ich mach Tetris. Wäre nur schön, wenn die Sachen ja auch verschwinden würden, wenn sie richtig eingebaut sind. Wenn man dir helfen kann, sag Bescheid. Das mit dem Kameraflippen ist super praktisch. Super nice. Ich kann während der Aufnahme einfach so zum Vloggen. Komplett geil. Hast du Bock? Ja. Ja. Oh, ich habe meine Stirn heute mal wieder exposed. Es dauert noch, bis das okay aussieht, aber eigentlich ist es ganz süß. Gott. Meine Haare stehen ganz lustig ab. Fühl ich. Na, dann würde ich mal sagen, ab geht die wilde Fahrt! Ab geht's! Sind wir bald da? Oh nee. So schön ist das nicht. Oh nee. Macht gar keinen Spaß. Danke. 20 Cent für dich oder so. Ey yo, wir sind in Holland. Geil. Wir fahren jetzt raus in Barneveld. Barnewelt. Wird ein V weich oder hart ausgesprochen? Also Barnefeld. Barnefeld. Ja, Feld. Feld. Und gehen noch irgendwas Nices essen. Und dann fahren wir weiter. Yummy, yummy. Es wird lecker. Geil. Geil. Jo, wir sind jetzt in Holland, ne? Habe ich schon mal gesagt. Aber jetzt sind wir in irgendwo. Ja, wir laufen jetzt hier zu einer Cafeteria. Zumindest stand Cafeteria auf Google Maps. Demnach mal gucken, ob es ranzig wird oder nicht. Aber im Zweifel, ein paar Meter durch die Innenstadt, findet man bestimmt was. Wie ist die Stimmung? Mega. Wie ist die Stimmung? Ja, voll geil. Voll geil. Geil? Aber geil. Richtig Bock auf Pommes und Fisch. Geil. Ja. Komplett geil. Deswegen einfach voll geil. Ja! So, hier, voll schön und so. Danke, voll lieb. Ne? Für dich immer. Hier, wir haben jetzt lecker Fritten. Guck mal, jetzt kann ich aber zoomen. Jetzt zoome ich. Kaufen Sie jetzt hervorragende Qualitätsstaubsauger von Vorwerk. Ja, was haben wir hier Schönes? Kleine panierte und frittierte Hähnchenstückchen mit Erdnusssoße auf Pommes mit Mayo. Dann zum Wohl. Was geht's bei euch? Gutes Fritten? Richtig geile Pommes. Mhm. Sind die gut? Sind super. Nimm die mal. Ja. Toll für dich. Ich probiere mal die Erdnusssoße. Ja, voll lieb, danke. Mal reindippen. Oh, geil. So, wir haben Kaffee. Ich und ich. Three of them. Und jetzt gehen wir noch zu einem Spielwarenladen, um vielleicht noch ein Kartenspiel zu kaufen, denn ich habe vergessen, meins mitzunehmen. Verdammt Scheiße. Dumm einfach. Komplett dumm. Naja. Unverlässliche Scheiße. Prost. Ja, so kennt man mich, ihr wisst. Ja, Prost. Ich muss immer so entweder von unten filmen, damit man dich aussieht, oder so. Sonst ist es schwierig. Voll geil, haben wir jetzt Spiele gekauft, weil, ne, haben wir vergessen. Willst du was kaufen? Ist was? Willst du ein Skipbook? Oh, geil. Ich hatte einen Kaffee. Das habe ich schon gefilmt. Ja, aber ich hatte einen, er war lecker und jetzt fühle ich mich bereit, den Tag anzugehen. Nice, Mann. Wir haben jetzt ein Spiel gekauft, zwei sogar, einmal Quakes. Auf Empfehlung meiner Schwester. Soll wohl ein Banger-Spiel sein. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen, denn ich habe vergessen. Kleiner Zwischenstand, wie geht es dir? Mir geht es her. Wir haben tolle Gespräche über Kaviar und Kalmare. Und Kraniche. Kraniche und Phönixes. Und all sowas halt, während wir an Amsterdam vorbeifahren. Voll geil. Alles Spaßige ist verpasst worden. Ja. Wie geht's dir denn damit? So. Ich bereue es, zu leben. Wie geht's dir? Nicht so gut, weil der Typ mich von rechts überholt und allgemein hier gerade die Fahrerei etwas stressig ist. Also ein blaues Auto, das hat dich gar nicht zu stören. Ja, das stimmt schon. Just in diesem Moment brach der Himmel auf und die Lichtstrahlen fielen auf uns hernieder. Und da wussten wir, Gottes Segen hat uns erreicht. Oh, es riecht wirklich ein bisschen nach Fisch. Entschuldigung. So, wir gehen jetzt zum Lidl, bisschen was einkaufen. Lidl, ja, Lidl. Sowas von. Geil.
So, jetzt gehen wir noch in den Jumbo und holen uns noch ein paar alkoholische Getränke zur Feier des Tages, beziehungsweise zur morgigen Feier des Tages, weil Lou ein Jahr älter wird. Lieber dann Coconut oder Marshmallow? Ich bin etwa halb Strawberry alt. Cream. Wir haben einfach die Gangmakers gekauft. Die Busmakers? Die Gangmakers. Bonding, einfach geil, die Gang ist zusammen. Die sind da. Gang! Sind jetzt angekommen, holen uns noch die Karten. Und dann würde ich sagen. Gibt's Food, ne? Ja! So, wir sind jetzt in unserem bescheidenen Heim. Hier geht's los mit zwei Einzelbetten. Hier ist vermutlich irgendwas Badartiges. Hallo! Hier ist die Gang. Was ist denn? Haben wir unseren Einkauf und die Küche. Und das Zimmer. Und sogar ein Balkon. So in diesem Stil. Kann man das hier aufmachen? Einfach so? Vermutlich ist abgeschlossen. Ja, yeah. In diesem Stil sind diese Häuser auch gehalten hier. Richtig nice. Und da hinten ist eine Windmühle. Man kann sie, glaube ich, ein bisschen erkennen. Ja, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Boah, damn. Das ist die gleiche Zahl, aber... Stimmt, ja, doch. Ja. Aber du hast halt mehr Platz, egal welches Bett du nimmst. Mega nice. Das ist voll. Sau geil. Wir können einfach alle gleichzeitig... Duschen, Mann. Geil. Sau nice. Was ist das? Warum ist hier... Wow. Und hier ist das Doppelbett. Mit Fernseher, Alter. Und da vorne geht's raus auf den Hof wieder. Blick. Voll nice. Yay, ich freue mich. Machen wir uns gleich mal auf und spazieren. Das machen wir. Also, ich muss schon sagen... Das sieht schon alles derbe geil aus hier. Ihr liebt diesen Park hier. Also ich meine, ich mag die ganzen Rumford-Parks und Werther-Bergen ist immer klasse, ist immer safe bed. Mhm. Weißt du, da kann man immer hin. Ist auch recht nah und so weiter. Ist nah und es ist halt einfach gemütlich, mal eben so um die Ecke. Aber um so wirklich das Gefühl von so, oh, man ist wirklich so einen ganz anderen Ort, ist hier halt nochmal eine ganze Spur feiner. So, der Park ist auch feiner. Sehr, sehr nice. Aber er ist halt auch normalerweise deutlich teurer. Deswegen war ich halt sehr froh, als der im Angebot war. Ja, wir haben uns vorhin ja diese Apfelflappen geholt. Oh, die kommen auch richtig gut. Richtig nice mit dem crunchy Zucker obendrauf und dem Apfelzimt-Gedöns drin. Pro Nacht, oder wie? Geil. Boah, ist das schön! Oh, das kommt so gefährlich, Mann. Einfach komplett am Denken und Genießen gerade hier. Ja. Da werden die Fotos gemaked. Da wird die Flappe gefräst. Und da ist das Wasser. Ja. Das Licht ist so lila einfach gerade. Das ist richtig geil. Das gefällt mir. Ja, da will ich mit zu haben. Oh, sorry. Wir brauchen ein Foto von Lou vor dem Meer. Weil ja. Tiefe Wasser sind blau. Tiefe Wasser sind tief, aber nicht jedes Wasser still. Aber Lou ist jetzt ja auch nicht so für seine Stillheit bekannt. Doch, doch, safe. Guck ihn dir an, er schweigt wie immer. Wasser, nehmt mich auf. Devin hat gerade ein Continuum-Zitat gedroppt. Das mit den tiefen Wassern, die still sind. Aber nicht alle. Stillen Wasser sind tief, nee, andersrum. Ach, ja, guck mal, es ist so lila alles. Es ist richtig nice. Ja. Großer Fan. Hm. Nils, halber so. Oh, der Shot kam richtig gut. Zitronenbonbon. Oh, danke, gerade nicht. Zitronenbonbon, einer von euch? Gleich, richtig gutes Wasser. Das ist zu spät, dann esse ich das jetzt. Oh, hier sind ja Muscheln. Oh mein Gott, ich muss euch die Muscheln zeigen. Guck mal, auch in dem Licht. Oh, das sieht aus wie so ein Desktop-Hintergrund, Mann. So, während jetzt Dev da ein Foto macht, tackle ich Olli erstmal weg. Okay, ich bin bereit. Mach das. Beruhigt euch. Wow. Also ich hab ganz viele jetzt von dir. Guck mal, wie geil das aussieht. So. Ein fucking Model, Alter. Voll. Also das ist Olli. Mhm. Das ist auch Olli. Mhm. Das ist auch Olli.
Aber die sind richtig, richtig nice. Yeah. Das Licht ist so geil lila. So, wir haben jetzt voll nice Fotos gemacht. Ja, so mit meinen Haaren gerade bin ich nicht so zufrieden. Aber mit dem ganzen Wind und so sieht es schon fast wieder gewollt aus. Ne? Einfach so eine Jacke. Okay. Bist du denn? Hallo? Ah, die weiß sogar, wie man Fotos macht. Oh, bist du süß? Ein Hübschi. Wir haben einen kleinen vierbeinigen Begleiter. Wir haben einen zweiten Katzenfreund gefunden. Wir wissen nicht, wer das ist. Es ist ein etwas runderes Exemplar. Wir haben nochmal Aesthetic Shots gemacht hier. Aber hier ist der Mond. Ja, moin. Ach, oh, wir haben ja schon was bekommen. Wir haben die Pepper Shrimps bekommen. Es ist ein bisschen pricey hier. Ziemlich teuer. Aber... Also die Portion jetzt kostet, glaube ich, 10 Euro. Ja. Die sizzeln auf jeden Fall noch richtig geil. So. Extra Geschmack. Ja, also... Viele Layer. Ja, tatsächlich. Also kann man schlecht anders beschreiben. Wir wären diese Star Wars-Prinzessin geklont worden. Nur ein Teller. Dann mal. Ich hoffe, es ist das schon, dass die immer dann gut aufgehen. Dann muss jeder ein bisschen kauen. Ich muss jetzt aufpassen. Oh ja, oh. Damn. Ne? Der Crunch ist geil. Ne. Hast du oft, das immer in die Flamme zu halten? Du bist. Also. Aber ist doch geil. Ja, nee, ich will eigentlich auch, dass es eher so grundsätzlich braun wird, aber. Das ist wie so ein Kebab-Spieß, nur seitlich. Oh. Mein Akku ist fast leer. Deshalb sehen wir uns vermutlich gleich erst wieder. Wow! Es war schon wirklich doch dann eine weit überdurchschnittliche Qualität. Ja. Und jetzt noch ein Mint oder später erst? Aber Sir, das ist doch dann, nur ein winzig kleines Mint. Na, dann werde ich noch ein Stückchen Mint essen. Na schön, aber du eins. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Mein Gott. Wow. Was ist das? Ich bin ein Maulwurf. What the fuck? Was ist das, fuck? Der Maulwurf da? Der ist kalt, der ist viel zu hart zum Graben. Tja, und jetzt? Das der berühmte Maulwurf-Tornado. Er hat die Maulwürfe aus der Erde geholt. Jetzt ist meine Zeit als Maulwurf vorbei und ich gehe zu einer Bank. Sehr gut und tschüss. Jetzt wird Abend gegessen. Wir haben Sesambrot und allen möglichen Stuff für obendrauf. Dadurch lecker Tee. Wir haben Garnelensalat, wir haben Oliven, wir haben Hummus, Paprika, wir haben ein paar Cherry-Tomaten. Wir haben Spekulatius-Paste. Sowieso. Der geile Boys direkt. Und jungen Gouda. 14, bitte? 14 Placken jungen Gutse. Geil. Perfekt. Oh, lecker. Mega. So, wir tryen gerade hier diese wilden Cola-Flavors. Wir haben einmal Kaffee-Cola. Ich schmeckt weiß nicht, die Leute, die trinken die ganze Zeit irgendwelche Zuckersachen. Ich begnüge mich mit Tee. Ja, also ich habe Cola mit Kokosnuss. Sehr schöne Dose, aber... schmeckt, weiß ich noch nicht, aber es riecht sehr nach... halt Reinigungskokosnuss, so künstliches Kokosnussaroma wie in so Shampoo oder so. Das schmeckt sehr lecker. Schmeckt besser, als es riecht. Schon mal gut. Ist okay. Ist tatsächlich irgendwie... Es riecht komisch, no. Ne? Okay. Aber es schmeckt im Grunde wie einfach relativ milde so Kokosnuss-Soda irgendwie. Geht wirklich. Willst du auch probieren? Personen, drei und ein Hund. Wer ist der Hund? Wird ausgegossen nachher. Ey, ist fein, würde ich mir aber nicht holen. Ja, also trinken. Jo, aber komm mal auf die ist lustig, wie irgendwie Kokosnuss und Cola sich anscheinend so negieren. Es kommt von beiden nicht so viel durch, finde ich. Vor allem von der Cola nicht. Also ich fand der Cola schon. Mach das aus, ich trinke sowas nicht. Wir haben ein dickes, geiles Würfelspiel gespielt. Wie fandest du das Würfelspiel? Geil. Wie fandest du das Würfelspiel? Saft. Wie fandest du das Würfelspiel? Es ist spaßig gewesen. Hey, mega nice. Zum Geburtstag to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Oh, beautiful.
Wie alt bist du geworden? 28, glaube ich. Ach du Scheiße, Alter. Oder? Ja. Oh, da ist er. Der ist ja super süß. What the hell? Oh nein, er ist ja mega cute. Oh, der ist schwarze Punkt. Alles Gute. Oh, geil. Die Schokolade. Schmand. 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 Ich stehe da irgendwo noch was anderes. Oh Gott. Perfekt. Das ist so Madman's Scribbling. Oh nein. Ich fand die voll süß. Oh. Die in der Bücherei gesehen. Ja. Was reimt sich auf interessant? Gary Cox. Schmand. Kurz vor Abschluss seines Philosophiestudiums 1936 schloss er sich der Kommunistischen Partei an und im Jahr darauf wurde sein erstes Buch veröffentlicht. Ach nice, ist ja voll die Biografie sogar über die Leute drin dann. Ja? Nice. Ja, sieht so aus, also hier steht eine Menge dazu. Dann haben wir hier noch Descartes, den können wir auch mal hier direkt... Descartes. Sorry. Notwendig auch die Frage, wem, welchem Endzwecke diese ungeheuersten Opfer gebracht worden sind. Okay. Ich hab's vergessen. Ich hab's zu Hause. Ich war heute Morgen so in Eile. Ich hab's einfach... Aber ich weiß ja sogar schon, was es ist, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Wer weiß. Du wirst es noch erhalten, aber ich war so in Eile, dass ich einfach nicht dran gedacht habe, das noch einzustecken. Das tut mir sehr leid. Macht ja nichts. Naja, dafür kannst du ja gleich Tribut zahlen. Werde ich sowas von tun. Ich werde saugen bis zum Schaft. Ja, der ist wirklich sehr niedlich. Und der hat so schwarze Bogen. Ja, sehr, sehr. Und so einen lustigen Schnabel mit diesem kleinen Bogen hier drin. Nachdem wir jetzt hier voll fett Lou's Birthday gefeiert haben, spielen wir als nächstes Skippo. Neue Pokémon-Karten. Von damals, aber nicht heute, weil ich bin nicht auf dem komischen Film aufgestiegen wie alle. Die Verzerrung macht den Schnabel sehr, sehr überdimensional riesig so. Geil. Ein Sweetie. Die fiepen auch so süß. Ja. Wie machen die denn? Schwer nachzumachen. Versuch's. Wie würdest du einen anderen Vogel nachmachen? Okay. Sag mal eine Taube. Und ein Uhu. Und ein Tukan. Und ein lachenden Hans. Und ein Delfin. Ich würde mich gerne mit meiner Peter Griffin-Impression bei euch bewerben. Ich will bitte nicht für die Rolle von Rick und Morty. Oh mein Gott, bist du Synchronsprecher? Ich bin Sprecher aus Leiden. Und ich bin dein Enkel, Rick. Wir machen Space-Abenteuer zusammen. Und du musst mit dem Trinken auf Rick. Du hast absolut recht, Morty. Wir sind Familie. Und das ist das Wichtigste. Rick. Ohana means family. Ohana means family. An dieser Stelle einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Tag 2. Ich esse einen Erdnusskeks. Wir essen jetzt was zum Frühstück. Vermutlich gleich. Erdnusskekse. Das ist der letzte leider. Aber er ist sehr nice. Und dann gehen wir gleich eine Runde laufen. Und ich habe Geburtstag. Das Leben ist vorbei. Das ist jetzt nur noch der Abspann. Na, du kommst auf die Welt und dann ist es nur noch der Abspann. Ja, genau. Jetzt ist schon nach 10. Dementsprechend, es wurde in der Tat geurlaubt und ausgeschlafen. Jetzt esse ich meinen Keks fertig und noch eine Scheibe Brot. Und dann geht's los. Geil. Yo, es ist Tag 2. Wir haben gegessen, wie ich vermutlich vor 2 Sekunden schon sagte. Aber jetzt ist es passiert. Und jetzt laufen wir richtig entspannt zum Strand. So gut schwimmen. Erkannt. Dann wird schwimmen gegangen. Ab zum Sand. Mhm. Schmand. Und nachher essen wir noch mehr. Ach. Wahrscheinlich wird gleich ein... Also vielleicht nochmal kurz auf Strandshot und dann wird wahrscheinlich einfach ein Cut zum Fischbrötchen oder so sein. Das mache ich jetzt so. Zack. Wow, einfach ein Fischbrötchen. Was hast du? Fish and Chips. Boah, geil. Einfach ganz klassisch Fish and Chips, aber holländisch. Na dann mal guten, würde ich sagen. Jawohl.
Guten, ja. Bekannt aus der letzten Folge von Holland Vlog, der Schlaganfall Pommesmann, wie er leibt und lebt. Wir sind jetzt fertig mit dem Phrasen. Und jetzt sind wir hier am Strand. So sieht es aus. Da fliegt eine Möwe. Hier ist Wasser. Hier ist die Stadt. Hier wird wieder fett geshootet. Ey, komm, oder? Das ist doch schon cool. Das ist schon cool. Ach, seit Jahren nicht mehr am Wasser gewesen in diesem Ausmaß. Es tut gut. Wir sind jetzt in der Käsestadt. Hier jetzt wird Käse gemampft. Weiß ich mich nicht. Ja, nee, wissen aber wir ja schon. Wahre Fans wissen aus Teil 1. Käse, nicht so meins. Und ich bin der Meinung, dass das ein ziemlicher L-Take ist. Dementsprechend. Ja, ist auch richtig. Mein Name geht ja auch mit dem L. Ah, fair enough. Wie siehst du, was hältst du von Käse? Esse ich nicht. Oh, Alter. Ihr widert mich so an. Ja, küsst euch doch. Okay. Olli, was sagst du zum geilen Edamer-Käse? Hast du Bock? Hier gibt es eine Straße namens Singapur. Aber es hat doch mit dem Käse nichts. Was? Singapur und Genua. Aber eine geile Schleuse, ich liebe die. Ja, das Genua ist sehr nice, aber was ist denn jetzt mit dem Käse? Hast du Bock auf Käse? Geht. Oh Mann! Oh, wer bist du denn? Oh nein, sie ist so süß! Oh! Hallo, du süße Maus! Hallo! Oh, bist du süß! Hi! Oh! Hallo! Oh nein! Oh nein, sie ist so niedlich! Das ist etwas Neues! Ja! Oh nein, sie rollt sich auf dem Boden rum! Oh nein, sie ist so süß! Oh nein, bist du süß! Oh Gott! Die ist super. Oh Gott, ist die niedlich! Ist das süß! Oh Gott, ist du. Oh Gott, bist du süß! Hallo! Oh, ich kann nicht mehr. Schön. Was, so ein Model? Weiß-grau. Oh Gott! Machst du deine Kunststücke? Oh nein, ist sie süß! Ich hab's immer gefüttert, wenn sie das macht. Oh, bist du süß! Oh, hallo! Wahrscheinlich ist der Boden halt einfach super gut, um sich zu kratzen und so. Oh Gott, ich kann nicht. Ich kann nicht. Oh, ich kann nicht. Oh, du dickes, süßes Tier. Oh. Oh nein, oh nein. So aus der Ferne betrachtet, dachte ich schon so, oh, eine Katze, und jetzt ist sie so. Jetzt macht sie einfach diesen Move. Ich kann nicht. Oh, sie ist eine dicke, runde Wolke. Oh nein. Aufpassen, das ist ein Fahrradweg. Du bist so süß und schön. Hab einen schönen, sicheren Tag, Katzi. Ich bin nicht schnell genug drauf gekommen. Vielleicht doch besser so. Das Seil. Na ja, klar, ich sage was. Sehr schön. Wir sind nun in Edam. Hier sieht man den Kanal. Da sieht man drei Touristen. Es sieht sehr schön und niederländisch aus. Genau. Zwitscher, zwitscher. Wir suchen jetzt auf jeden Fall nach einem Café, um uns kurz niederzulassen, weil es ein bisschen angefangen hat zu nieseln und wir jetzt auch 5-6 Kilometer gelaufen sind oder so. Kommt schon hin, oder? Ja. Kann schon sein. Kann man auch mal ein Päuschen machen. Könnte schon hinkommen, ja. Danach. Bis gleich. Wow. Oh, noch ein Katz. Die Katzen sind so süß hier. Oh nein. Warum liegst du denn im Regen, mein Kleiner? Ein Schöni. Streusli? Schnurz. Ein Schöni. Er hat Schuhe. Ja. Weiße Söckchen. Süß. Lecker Karamell Macchiato und heiße Schokolade und Kaffee. Jetzt fehlt noch der Apfelstrudel. Ja. Guten. Eine
Pasche, pasche, move. Oh mein Gott, wir haben noch eine gefunden. Oh, und sie ist auch so schön. Das ist der inoffizielle Katzenblock. Ach du Kacke. Oh, ist ein flauschiger Kater. Oh, bist du ein flauschiger Kater. Oder eine Katzin. Oh nein. Oh. Hi. Ist sie gewöhnt? Damit oh, ein Süßi. Oh, Käse. Ich bin so gespannt. Der gute Edamer, der wird sich jetzt reinbestellt. Nachgedacht. So, Olli und ich haben uns grünen Pesto-Käse geholt. Original Edamer Pesto-Käse. Sieht sehr unheilig aus. Der schmeckt wirklich gut, aber halt nur, wenn man Geschmack hat und Käse isst. Ich fürchte, das wäre mir echt zu heavy. Ja, so ein Spacko. Ja, safe. Ich bin nicht moralisch korrumpiert genug dafür, um Käse zu essen. Ich schon. Ich auch. Geil. Rein damit. Ja. Yo, yo, yo. Wir machen uns jetzt so langsam auf den Rückweg wieder Richtung Park und so und sind jetzt schon fast 14.000 Schritte gelaufen. Es ist sehr schön hier. Wie geht's dir? Mir geht's ausgezeichnet. Wir haben sehr leckeren Käse. Es ist gutes Wetter in der Tat. Ein wenig regnerisch war es vorhin, aber nicht doll. Kleines Nieselregelchen. Echt schön. Ne? Hier so. Tiere überall, Gassen überall, Kanäle überall. Also schöner Urlaub. Kann man so sagen. Wie siehst du das? Ey, ganz genauso. Mega schön hier. Es ist so anders als in Deutschland irgendwie. Man merkt es. Geil. Ja. Was hast du? Also, ich bin immer gerne hier. Voll schön. Wir machen hier jetzt gerade einen absolut entspannten und voll fett am Reinchillen, weil wir gleich losgehen zum Essen und den ganzen Tag gelaufen sind. Jetzt sind wir im Restaurant. Und wir haben einen Erdbeer-Lime-Eistee und einen Lemon-Lime-Eistee. Der sieht richtig nice aus. Ja, try mal. Ist gut? Ja. Ja, dann probier du mal den Erdbeer. Lemon-Lime. Schmeckt wie guten Tee. Ja. Schmeckt nach Tee. Das ist so kann was? Einfach so. Strong Kong gerade eben. Aber so oh ja. So ist das sehr gentle. Nicht so intensiv, sondern schon gentle Sachen. Nicht so pappig. Ja, genau. Ich glaube, im Sommer kommt der richtig gut. Ja, der kommt jetzt auch richtig gut. Der kommt jetzt auch richtig gut, aber so, weißt du, so wenn es so richtig heiß ist, oh, mies. Geilo. Boah, nice, so frische Frillen und dicke Calamaris. Tintenfischringe, die sollen sogar frisch sein und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die sind. Na dann. Dämmartig schnell ist auch gegangen. Voll. Keine 10 Minuten gewartet. Dann guten Hunger. Boah, hier sind die geilen fetten Shrimps und da ist Devons geiler Veggie-Burger. Ich kann mal nehmen. Alles gut. Dann gucke ich hier einmal so rum. Guten Eck. Wow. Ey, ich liebe gute Burger. Der Avocado-Veggie-Burger. Alter, ist tot. Ich liebe gute Burger. Wenn er einen Geburtstag hat, darf er sich 5 Joker raussuchen. Stark dagegen. Finde ich fair. Nee. Wir spielen gerade wieder und es macht ganz viel Spaß. Eine dumme Idee. Es macht ganz viel Spaß und wir haben ganz viel Spaß beim Spielen, weil wir uns sehr mögen und alle fair spielen und uns jeweils immer den Gewinn gönnen. Deshalb deshalb sind hier auch die Zettel mit den hohen Punktzahlen nicht zerrissen. Das ist nur platzsparend. Naja, genau. Ja, genau. So ist er. Da ist Devon. Devon möchte gerne knutschen. Die ganze Zeit, Mann. Der ganze Vlog ist nur. Das ist mein Geburtstagsgeschenk an Lou. Nicht jeder kriegt das. Ja, fair. Heul nicht. Ja, und jetzt ist gerade das Fenster offen. Es sieht ganz schön und ich hasse das. Ja. Aber sonst? Zieh mal an meinem Finger. Alles gut. Durchfall. Ja. Ich bei Mathe. Nicht gefallen. Oh, SpongeBob! Durchfall! Also, es gibt Mrs. Puff bei SpongeBob. Und die bläst sich so auf, weil SpongeBob einen Unfall gesagt hat und sagt: Oh, SpongeBob, durchgefallen! So. Ich hab mir, Moment mal! Mit wenig Arbeit kann ich einen großen Witz erzeugen. Ich hab das weggeschnitten. Jetzt ist da diese fette Mrs. Puff. Oh, SpongeBob! Durchfall! Aber dabei sieht man so aus. Hilarious. Gerade jetzt bin ich eher so im. Esse Pesto-Käse. Richtig geil.
Was denn? Blöd. Das ist ja so blöd. Was ist denn Pesto-Käse? Ich muss die Hände waschen. Ich esse auch Pesto-Käse. Ja, eben. Gönn dir, der ist so geil. Teller. Dankeschön. Aber der ist wirklich lecker. Ist grün. Den haben wir vorhin auch probiert. Nein. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie ist es? Sehr schön. Ich lese gerade von Rainer Wynn, der Salzpfad. Das habe ich heute auch schon anderthalb Stunden gemacht, bevor diese ganzen Schabraken wach waren. Moin. Also ich war schon lange wach. Aber nicht hier. Ich nicht. Wurde keine Gesellschaft geleistet. Ja, ich wollte eigentlich auch runterkommen und lesen, weil ich dachte, warte mal nicht, dass heute komme ich hier runter. Wir sitzen hier und lesen einfach. Ja, ich hab hier 2001 extra. Mal alleine lesen können. Hier, da liegt mein Buch. Es gibt Bücher, die sind uralt. Die wurden so 1956 oder so geschrieben. Den guten alten Chandler zum Beispiel. Die deutsche Übersetzung. Für eine Käsesorte. Ja. So schließt sich der Kreis. Ich gönne mir einen guten alten Chandler. Einen richtig guten Pesto-Chandler. Wir gehen jetzt frühstücken, würde ich sagen. Tschüss. So, wir haben jetzt fertig gefrühstückt. Und jetzt können wir uns den wichtigen Sachen widmen. Wir wollen jetzt nochmal das Würfelspiel spielen. Das ist nämlich einfach geil. Wow. 7. Du hast gewonnen. Das ist am wahrscheinlichsten, dass die 7 bei 2 Würfeln gewürfelt wird. Bist absolut nichts Besonderes, leider. Tut mir leid. Ist okay, 7 ist eine gute Zahl. Nein, ich wollte nichts davon noch haben, Lou, danke. Leer. Wir haben noch einen ganzen. Du sitzt vor einer Mühle. Ja, wir sind in Holland, da gibt es überall Mühlen. So, ich liebe diesen lieblichen Zupfkuchen. Ich will raus in die Welt und einfach meinen Glück suchen. Ich habe euch in eure Karten jeweils eine geheime Botschaft geschrieben. Da bin ich jetzt aber gespannt. Die könnt ihr einmal laut vorlesen vielleicht. Was ist denn meine geheime Botschaft? Der Schmandmann! Okay, was ist bei Lou? Was ist bei Lou? Lou hat seine Karte runtergeworfen. Hure. Devin, ich hoffe, du stirbst, liebe Grüße, Lou. Was steht bei dir? Ja. Ich liebe dich, LG Lou. Oh. Ja, ich bin nun mal hoffnungsloser Romantiker. Ein bisschen boring. Hi! Hi. Was geht jetzt gleich ab? Wir gehen jetzt gleich auf den Deich spazieren. Nice. Und dann danach gehen wir wieder zurück und gehen nochmal in Fohlendamm rein und ein bisschen Grachten angucken. Wird wahrscheinlich recht ähnlich aussehen wie in Edam gestern. Und ja, danach gehen wir wieder hier zurück, ziehen uns um, beziehungsweise nehmen einfach Schwimmsachen und dann gehen wir ein bisschen schwimmen. Geilo. Nicht im Meer, aber hier im Schwimmbad. Es windet sehr. Ja. Aber es ist eine sehr schöne Aussicht aufs Meer. Ja. Und auf die Felder hier. Ja. Also auf den Deich. Wenn man auch was hört. Jetzt gibt's lecker Fisch und Pommes für Devin. Fisch? Ah, ja, für die genau, anderen gibt's Fisch und Pommes für Devin. Gönn uns jetzt schon wieder. Der halbe Block besteht einfach nur aus Essen, Essen, Essen. Ja, aber ist doch gut, oder? Ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache, weil Essen macht Spaß, ist lecker, macht glücklich. Freut ihr euch auf den Fisch? Ich bin aber großer Fischbrötchen-Freund. Ja, dann mega geil, oder? Ich habe dicke, geile Fried Shrimps mit Nudeln, die werden jetzt reingesnackt. Die hat ein Krabbenbrötchen. Sind das Krabben? Ja. Kleine Krabben? Ja. Fisch. Einfach geil. Hier haben wir leckere, dicke Fries. Aber geil, die sind alle anders. Fries sind überall anders. Boah, einfach voll die Fry Diversity hier. Mhm. Geil. Und ein Ding Chonga-Fisch. Ja. Boah, geil. Guten. Oh. Eingerollter Freund.
sleeping peacefully. Have a nice day, friend. Guckt euch den Macker an mit seinen Eulen. Ah ne, da ist noch ein zweiter. Und noch ein dritter, never mind. Das Pärchen. Ja. Okay. Ich will rutschen. Komm, dann stellen wir uns beide mal hier hin. Ich will nicht rutschen, ich bin komplett verschüttet. Also ich glaube, das könnte daran liegen, dass dieses Spielgerät wie auch die Schaukel nicht für eure Demografie konzipiert wurden. Ja, das ist, glaube ich, wahr. Das ist ein bisschen ein Problem. Du musst jetzt dein Gewicht ein bisschen verlagern. Ja, nicht mehr verlegt. Was? Hey, ho, oh, hey, komm, hier, wir werden ja bald rausgeworfen wegen Hausfriedensschmuch. Hausfriedensschmuch? Ja. Hausfriedensschmuch. Was ist das für ein Zeug? Das ist Sirup. Mit coolen, leckeren Sirup für unseren Kaffee bekommen und den werden wir da jetzt richtig nice reinschlonzen. Oh, das geil. Ist wieder der Jupiter? Nee. Ja, doch, das ist der Jupiter wieder. Ja. Nice. Das hier des Jupiters. Voll geil. So mit den ganzen Schichten. Ja, die okay, und dann ein Apfelküchlein. Guten Hunger. Boah, es riecht perfekt, danke. So, Gang zum Start. Gang. Wir gehen jetzt schwimmen oder im Whirlpool chillen oder so. Und da nehme ich euch nicht mit. Ha, reingelegt. Die anderen sind jetzt schwimmen gegangen. Das Schwimmbad hat nicht mehr so super lang offen und ich wollte noch duschen. Und das dauert bei meinen Haaren ein bisschen länger. Und das ganze Chlor tut meiner Haut meistens nicht so gut. Deshalb dachte ich mir, ich gehe einfach schon mal wieder nach Hause und mache mich frisch. Das mache ich jetzt. Wow, ich bin fresh geduscht und irgendwie gefallen mir meine Haare noch nicht so ganz, wenn sie frisch sind. Irgendwann muss ich da mal, wenn die noch ein bisschen rausgewachsen sind und man auch einen Schnitt, einen gescheiten machen kann, farblich aufräumen lassen. Die anderen sind noch nicht wieder zurück, demnach werde ich mich jetzt einfach ganz entspannt zu meinem Freund, dem Eisvogel, auf die Couch begeben und ein bisschen Fernsehen schauen. Bis dann! So, der Rest ist wieder anwesend. Es war sehr erquickend. Es war komplett leer im Schwimmbad. Nice. Wir waren die einzigen drei und wir konnten so viel herumtollen, wie wir wollten. Und haben dann Fangen mit geschlossenen Augen gespielt im Wasser. Und dann haben wir immer lustige Geräusche gemacht. Und geplanscht und so weiter, um Leute auf uns aufmerksam zu machen. Und es war witzig. Sehr gut. Spaß gemacht. Jetzt gibt's nice Tee. Und Strong Kong. Und Strong Kong. Und diese Cola mit Marshmallow-Zusatz. Das werde wird ich wild. Dabei sein, wie ich es jetzt probiere. Prost, zum Wohl. Ist okay. Ja? Also, ja, aber es ist ein bisschen, also Marshmallow hätte ich jetzt nicht rauserkannt, aber es hat so diese Perlen, die man sich um den Hals, diese Knusperperlen-Zuckerteile. Oh, mit ich Cola finde halt. Tatsächlich, diese Zuckerperlen schmecken ein bisschen wie dieser Hibiskus-Eistee. Das kann sein. Erinnert mich an, wie heißen die nochmal? So, Haribo. Nee, die anderen. Mildmäuse. Nein. auch Cola, aber eine andere Cola. Sinalco? Hm? Pepsi? Mhm. Afrikola? Mhm. River Coke? Nee. Dr. Pepper? Ja. Das echt? Das ist, aber, Dr. Das ist aber nicht kirschig. Jetzt bin ich gespannt. Das ist auch wieder Zero das, Sugar, was, ne? Ja. Mhm. Alles, was ich sagen wollte, jetzt habe ich den Film furchtbar langweilig gemacht. Schmeckt ist okay, kann man wirklich sehen. Wie so ein bisschen vanillig. Ja. Ja, kann ja. Man machen. Ist also geht gut rein. Gar nicht so schlimm wie sonst schon mal. Ja, genau. Hat nicht so diesen Aspartam-Geschmack irgendwie, sondern einfach so ein bisschen. Kontergan halt lieber. Richtig. Ja, dann zum Wohl und bis später. Wo sind wir gerade? Wir sind beim Restaurant. Ich weiß nicht, wie hieß es nochmal? Freiheit. Steht sogar hinter dir. Die Freiheit. Chaos ist Freiheit. Deswegen kauft mein Buch. Ist überall erhältlich. Es heißt nicht Chaos ist Freiheit. Es heißt Weltenwanderer. Dr. Ellen Bo und das Geheimnis
der Ellenbogen. Von Olof Palomski. Weltenwanderer das Kontinuum von Louis Poll. Könnt ihr kaufen. Und da geht es auch um Freiheit und Chaos. Willst du dich auch was anderes promoten? Kirche des Heiligen Prozesses von Devin Wolters. Weil jetzt sind die alle, seid ihr alle mit Klarnamen, außer Olli. Bei mir geht es um Ellenbogen, die geleckt werden müssen. Bei mir geht es um Abenteuer im Multiversum. Bei mir geht es um Sekten, die den Sense of Your Identity zerstören. Meine Musik auf Spotify. Jetzt kannst du einfach mal. Ihr wisst ja wo. Streamt mein Hörbuch auf Spotify. Kirche des Heiligen Prozesses. Von? Devin Wolters. Krass, das habe ich schon mal gehört heute. Na dann erklär mal. Ja, also wir sind in der Freiheit und essen jetzt hier. Wir haben gerade Essen bestellt. Was gibt's für dich? Lemon bestellt. Ein Gruß an Fipoki geht raus, weil ich an ihn denken musste, weil wir das immer trinken, wenn wir da sind. Also ich da bin im Asien. Und ich habe überlegt, ob ich Burger nehme, aber Olli und ich hatten dann beschlossen, nee, nochmal Fisch, weil wir hier also am Meer sind. Deswegen habe ich mir Shrimps, also Gambas, bestellt. Und du und Olli hattet euch einen Kibbeling bestellt und Devin hat einen Veggie-Burger. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und danach essen wir wahrscheinlich noch ein Lava-Cake. Ja, richtig geil. Ich möchte bitte noch mehr von diesen Scheißdingen haben. Ich kann dieses Kunstwerk nicht voll. 3, 2, 1. Geil. Wow, geile Kibbeling. Geil. Geile Veg Burger. Geil. Nochmal Kibbeling. Geile Gambers. Guten. So, wir haben jetzt fertig gegessen. Das war ziemlich lecker. Was hast du? Es war ziemlich lecker. Es war gut. Es war fresh. Hast du mich aber eigentlich was anderes gefragt, oder? Nee. Ah. Du hast genau das gesagt. Passt zusammen. Überschneidende Gerichtserstattung. Überschneidet so Kreis und da gibt es eine Überschneidung. Wie heißt das? Circle Schnitt. Nee, das hat einen. Es hat einen Namen, dieses Diagramm. Ja, ja, ja. Venn-Diagramm? Ja. Venn-Diagramm. Genau. Wie hat dir das Essen geschmeckt? Sehr gut. Das war sehr nice. Geil. Sehr schöne Gambas. Ich bin sehr zufrieden. Und du? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem 2 Daumen nach oben geben. So wie ihr, wenn ihr dieses Video schaut. Eine mindestens zu 90% ausgefahrene Review. Ja, sehr gut. Und zu 80% befülltes Glas. Ja, finde ich gut. Ein zu 100% geilen Depp. Jetzt haben wir 2 Lava Cakes und 2 Cheesecakes. Einen guten wünsche ich. Ich dir auch. Danke, Mann. Lava Cake einfach. Ja, eigentlich wollte ich nur mitessen bei den anderen, aber jetzt habe ich einen eigenen bekommen. Jo, guten Morgen. Ich habe gestern Abend gar keinen Tschüss mehr gemacht. Deshalb, zack, nächster Tag. Es ist Abreise-Day und ich zumindest bin sehr müde. Hast du ein Problem mit meiner Wortwahl? Ja, mit dir. Du hast mir nicht vorgestellt. Wie ist die Stimmung? Gut. Ballert? Geht. Ich bin seit 5 Minuten wach oder so. Fühle ich. Bin ein bisschen gerümpelt, weil die Zeit hier bald vorbei ist. Das fühle ich auch. Ey, wir haben noch den ganzen Tag, wir haben noch den ganzen Tag. Wir sind in Holland. Du musst den Tag genießen, bevor das Gras auf der grünen Seite grau wird. Wir schauen uns mal. Ein bisschen Gras berühren. Barfuß durch Glasscherben laufen. Gras berühren reicht mir aber nicht. Ich möchte Menschen bluten sehen. Mächtige Menschen. Mächtige Menschen. Dann schauen wir uns heute an. Ja. Wir müssen aber aufräumen, ein bisschen putzen, ein bisschen packen, ein bisschen Auto fahren, ein bisschen U-Bahn fahren, ein bisschen schauen, ein bisschen. Müssen organisieren, wo wir auch hin müssen. Erst die Arbeit, dann der Schlons. Der Gnörz. Viel Spaß. So, das war's. Na dann. Tschüssi. Ab nach Amsterdam, würde ich sagen. Zack. Ja denn, ab zum Hauptbahnhof, oder? Nicht so klein. Yo, wir sind im Train, Alter. Geil. Ich trage noch Masken wie ein verantwortungsbewusster Mitbürger. Ja, besser ist es. Ich bin verantwortungslos. Und ich bin faul heute. Ich habe keinen Mitbürger. Ich habe heute keinen Burger dabei. Tja, schade. Ich bin kein Mitbürger. Ja, ist auch nicht so viel los hier demnach. Genau. Schon. Wir gehen jetzt zum Hauptbahnhof und dann gucken wir da ein bisschen rum. Und dann gehen wir dick Pernekoken essen, aber das gucken wir mal.
erstmal auschecken, was hier so geht, ne? Mmh, das geil. Geben. Das geht. Ja, die Stadt selber ist jetzt auch richtig schön alt eigentlich, so von dem Look. Also Anno-mäßig. Ich mache die Fußmassage, die einem dieses Ding verfasst. Mmh, geil. Ich galpe. Ich gulpe nach. Yo, yo, yo. Wir sind hier in Amsterdam. We're just chilling in Amsterdam, just making music and shit, you know, just smoking the crack like it's nothing, like it's just normal shit. And 420. Ich freue mich über den Leierkasten da hinten. Man sieht ihn gar nicht. Da ist ein Leierkasten. Er hat geleiert. Rollercoaster Tycoon 1 Musik. Wenn ich wieder gefilmt, während ich filme, fotografiere, mhm. Ja, ist noch sehr spannend, finde ich. Ich finde, das ist eine perfekte Kulisse, um halt so ein bisschen zu quatschen. Ja, eigentlich tatsächlich. Bisher ist es schön. Ich finde es sehr interessant. Man ist hier direkt und hat direkt so große Gebäude und ist so wow, wow. Aber zeitgleich hat man so immer kleine Details wie, oh, an dieser Straßenlaterne hängt ein Vermisstenschild. Also nicht der da vorne, oh. So ein Vermisstenschild und ja, okay, und dann da noch eins und so. Einerseits gibt es hier schöne Sachen direkt, auch direkt sieht man richtig Scheißsachen. Das ist einfach, wenn man so eine Stadt hat mit 1 Million Leuten oder ganz vielen Millionen Leuten. Finde ich sehr interessant. Da waren auch die Typen, die da Fotos gemacht haben, die hatten gerade zwei Postkarten gekauft. Nice, sehr schön. Und, ja. Cool. Yo. Ich bin Karton hier drin. Weil es heiß ist, nehme ich an. Aber das fällt doch runter. Ah, nein, tut's ja nicht. Voll gut. Was hast du Schönes? Schwarztee mit Peach. Also im Grunde einfach Homemade Iced Tea Peach. Nice. Olli und ich haben uns einen Karamell Macchiato gegönnt. Und jetzt wird sich gesonnt und der Ausblick genossen. Samen genieten. Hello, friend. Hello, friend. Ein Süßi. Oh my god. It's a fucking Gracht. That's the Herrengracht. Wie geht's euch? Gut. Der ist ein lustiger kleiner Taucher, der Moos abpickt von der Wand. Ey, ich glaube, ich traue mich nicht, ihn zu filmen. Doch, da unten ist er. Da ist er, der Scharlatan. Knabber, knabber. God bless the Blesshuhn. Also wir sind ungefähr 5 Meter weiter gegangen. Also dahin ist der Rembrandtplatz. So. Ja. Das ist also... Aber wie geht's dir? Was hat es damit zu tun, wie es dir geht? Alter, was soll das für eine Frage sein? So, möchtest du die lange Antwort oder die kurze? Es ist kein Nasty Kaffee. Ich meine, das Video ist lang genug. Es ist kein Kaffee Nasty mehr da. Wie es mir geht, kein, ist eine tiefe Frage. Da können wir drüber reden, aber nicht zum Smalltalk. Kein Kaffee Nasty mehr. Alter, ich kann das nicht schneiden, wenn du die ganze Zeit reinredest. Können wir gerne drüber reden, aber nicht zum Smalltalk. Ich sagte, ich habe diese Referenz verstanden. Frank Hemd. Von Frank Kemp, der Mann mit den Füßen, die sind göttlich. Kaffee geil. Kaffee geil, ja. Mach mal rein! Ja, mach mal rein! Amen! Was passiert hier? Oh yeah! Oh yeah! Wir sind jetzt tatsächlich wieder an derselben Stelle wie gerade eben mit dem Café, weil zwei Häuser weiter das Pfannkuchenhaus ist, ja. Zu dem wir jetzt snacken gehen. Da wird sich richtig fett All You Can Eat gegönnt und ich hoffe, Achtung Fahrrad, ich hoffe es wird geil. We have some fresh orange juice right here and some fancy schmancy peach iced tea. Now we're gonna drink the fresh orange juice. Mediamarkt, fast wie zu Hause. Guten! Warum? Warum? Das kommt eigentlich ein bisschen mehr auf so etwas düsterer. Ja, aber. Nur hat auch einen dicken Pancake bekommen. Das sieht auch sehr gut aus. Guten Hunger! Ja, Runde 2 hat gestartet. Olli hat Apple Cinnamon mit Whipped Cream. Ich habe Caramel Sauce. Richtig gut. Und war nice. Ja. Yeah. Hier ist Mushroom und Bacon und hier ist Onion Mushroom. Und Cheese. Mushroom. Sowohl.
Yo, Lu hat seinen dritten Pancake am Start. Ich musste mir noch den dritten bestellen. Ja, das ist schon heavy. Ich habe großen Respekt vor dir, aber ein bisschen angeekelt bin ich auch. Für 7,50 Euro pro Person einfach so sich komplett voll fressen bis zum... Aber Getränke waren exklusiv, ne? Ja. Okay, nein. Genau. Naja, aber hat es denn geschmeckt? Ja. Ein bisschen wenig Sambal ohne. Ah, guck mal, da hättest du sogar noch ein bisschen nachlegen können. Ja, also das war schon wirklich hier sehr nice. Also ich möchte direkt Werbung für den Laden hier machen. Das ist wirklich sehr geil. Wie heißt der? Mama's Pancake. Ja, Mama Pancake. Ist hier. Sie suchen auch noch Mitarbeiter, also wenn ihr Bock habt. Das ist wirklich sehr toll. Also, wenn man ein Groupon dazu noch kriegt, umso besser, weil der jetzt halt wirklich 30 Euro für 4 Personen All-You-Can-Eat Pancakes bezahlt. Das Ding ist, die sind echt nicht gut bewertet auf Google Maps. Vermutlich, weil sie regulär recht teuer sind. Wir haben halt jetzt fett gespart. Also für das hier alles hätten wir pro Person mal so mindestens 30 Euro bezahlt. Aber so waren es jetzt halt unter 10. Plus halt die Getränke, also ich sag mal 15 pro Person oder so. Und dann, ja. So, wir haben erfolgreich gesnackt, sind noch eine kleine Runde gelaufen. Und jetzt sind wir auf direktem Weg zurück zum Auto. Und dann treten wir unsere letzte Reise für heute an. Vielleicht machen wir noch einen Zwischenstopp. Aber dann war's das. So geht ein langes Wochenende zu Ende. So, wir haben einen Stopp bei Mc's gemacht, weil ich sehr dringend aufs Klo musste und haben dann halt einfach mal eine Kleinigkeit noch bestellt. Und sorry, hate to break it to you, aber Burger King ist einfach superior. Mhm. Es ist einfach... Ein veganen Burger, ein oder vegetarischen Burger. Er ist halt mehr so... Meh. Oh je. Ja, ich hab schon schlimmere vegetarische Dinge. Zeig mir mal den geilen geschmolzenen Käse auf deinem geilen Burger. Oh, guck mal, wie geschmolzen der geile Käse auf deinem geilen Burger ist. Das ist so ein Special-Ding hier gerade. Mm. Ist okay. Okay. Aber es schmeckt halt im Grunde einfach wie ein normaler McDonald's-Cheeseburger, nur halt mit so was Zwiebeln drauf. Mm. Und dafür jetzt 10 Euro in dem Menü. Ach du Scheiße. Bei mir gibt's Chili-Cheese-Nuggets, weil das auch noch eine vegetarische Option war. Wenn du davon eins willst, sag Bescheid, by the way. Geil, 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 geil. Na denn, aber Vanilleshake zum Dippen für die Pommes. Geil. Wir sind quasi wieder zu Hause. Oh mein Gott. Ey. Gehen wir langsam nach Hause, alle. Yes. Die Fahrt ist beinahe durch. Es war ein Vibe. Es war geil. Es war mega geil. Das Roadtrip-Feeling. Ja. Ja, an der Stelle würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Aber richtig geil. Liken und abonnieren. Ja, yeah. Yeah, liken, abonnieren, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Konservieren. Gute Nacht. Yeah. Leben Sie wohl. Schmand. Schmand.